1805 im Beisein von Kaiser Wilhelm II. Eingeweiht. Nach Beseitigung der Kriegsschäden sieht er jetzt sogar noch neuer aus. Die Kuppel ist so hoch, dass die komplette Siegessäule samt Victoria darin Platz fände. Es wäre nach oben sogar noch etwas Spiel. Im Dom werden täglich Andachten gehalten und seit einigen Jahren ist auch die Gruft der Hohenzollern für die Öffentlichkeit zugänglich. Gelegen ist das DDR-Museum, in dem DDR-Geschichte zum Leben erweckt wird. Gleich daneben steht in früheren Zeiten die alte Börse, der bis heute eine nahegelegene Schiffsanlegestelle genannt ist. Auf der dem Berliner Dom
Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Oh. Is that normal? I expecting something to be.
kontrolliert. Unter jedem ihrer Stühle sollte der Fall eintreffen, befindet sich eine voll aufblasbare Rettungsweste. Ne? Diese bläst sich doch selbstständig auf, sollte es der Fall ergeben. Ne? Und ich habe schon gesehen, so die ersten paar Leute gerade im hinteren Teil, die haben unter ihren Stuhl gekrabbelt. Sollten sie, die misstrauischen Menschen da hinten, sollten sie was gefunden haben? Viel.
do they disappear to? How bizarre. I've never seen that. We don't have this. We don't even recycle. It's every bottle, almost every bottle you buy. This one is for the exception. You have to pay for it. This one is an exception. It's probably it's not from Germany.
Gartenanlage umgestaltet. Im Hintergrund sehen Sie den alten Markt mit der alles überragenden Nikolaikirche. Sie wurde von Karl Friedrich Schinkel im Petersdom in Rom nachempfunden. Rechts daneben sehen Sie das alte Rathaus von Potsdam. Die Kuppel des Gebäudes schmückt eine vergoldete Figur. Sie stellt den Riesenatlas. To having passed under the bridge and then the bridge, Potsdam's oldest crossing over the river Havel. We are now going upstream, that means against the flow. On the left-hand side, we are passing a small island, the so-called Freundschaftsinsel, with an area of about 7 hectares. The island was designed in the 1930s as a modern park and garden area by the renowned landscape architect Carl Förster. In the background, you can see the Alter Markt, with the outstanding church Nikolaikirche towering above the whole area. The church was modeled on St. Peter's Basilica in Rome and designed by Carl Friedrich Schinkel. Next to the church, on the right-hand side, you can catch a glimpse of the old town hall of Potsdam. The building is topped by the giant Atlas, who is carrying the globe on his shoulders. Hier an dieser Stelle die ersten Sklaven und errichteten einen Holzhof, aus der später der Ort das heutige Potsdam hervorging. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, ließ 1726 an dieser Stelle die Heiliggeistkirche errichten. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche stark beschädigt. The new building, finished in 1997, was built up in the ground plans of the old church. Today the building is used as a first-class home for senior citizens. Auf der linken Seite am Ufer der Havel sehen Sie den letzten Fischereibetrieb Potsdams und im Hintergrund der großen historischen Parkanlagen Potsdam. Im Auftrag des Prinzen Wilhelm, dem zweitältesten Sohn der Königin Luise und seiner Gemahlin Augusta, gestatteten die Gartenkünstler Peter Lindenberg.
Veranstaltung. Und auf der rechten Seite sehen Sie jetzt gleich Schloss und Mark Babelsberg im 90er Jahren entstanden. Vorbild für das Babelsberger Schloss war das Windsor Castle. Rechts Schloss und Mark Babelsberg. Die Brücke mittlerweile von der Grenze sehen Sie auch sehr gut an den Brückenfarben. Das helle Grün steht für Potsdam. Das dunkle Grün dort vorne für Berlin. Direkt in der Brücke Mitte wurde schlimmerweise die Markationslinie verläuft, weil die Grenze hat man damals in Gänzen ausgetauscht. Hier verlief der eiserne Vorhang direkt in der Brücke Mitte. Hier. Auf der linken Seite steht am anderen Hafenufer eine Kirche, die Heilandskirche von Sarko. Diese befand sich im hohen Grenzgebiet. Die Mauer verlief damals zwischen Kirchenschiff und Kirchturm. Vor uns rechts ist schon das Ausgangsschild von Berlin. Zur Seelebezirk steht das Zehlendorf. Die Straße geradezu führt nach Berlin-Wannsee. Und vor uns rechts und links befinden sich die Bahnhofsanlage von Berlin. Jetzt eigentlich wieder retten. Hier stand früher die Berliner Mauer, von der Mauer ist ja allerdings nichts mehr übrig. Der Mauerweg wurde zum Spazierweg und führt zum neuen Garten, den wir nachher noch sehen werden. Der Ufer rechts der Weg für die Mauer stand. Auf der rechten Seite steht die Villa Schöningen, im 19. Jahrhundert errichtet. Sie finden jetzt ihre Ausstellung zu weniger Nullgrund zur Anwendung. Ebenfalls auf der rechten Rolle Mütterlicher. Das ist natürlich nichts im Gegensatz zu Augustin Sprachen, dem Kurfürst von Sachsen und König von Polen, den 350 Kindern nachgesagt werden. Nicht nur Sprachen und Körper, sondern auch andere als Körper. Rechts sehen Sie eine Tragbank im chinesischen Stil mit einer goldenen Ananasfigur. Ich möchte Sie bitten, sich sehr gut festzuhalten, es kommt ein Kopfsteinpflaster, Straße, der Bus wird auf Platz raus. Release of time because of the falling road of Cobblestones. Kein normaler Bürger durfte hier herein, nur die Sorbetzacken Zugang, das ist eben auch verboten geschaut. Hier haben aber nicht die Einwanderer gewählt, sondern nur die oberen 10.000 Offiziere, Generäle und KGB-Angehörige. Und der KGB hat innerhalb dieser verbotenen Stadt noch ein eigenes Areal. So, und jetzt kommt das Schindelhaus, jeweils Wohnhaus des Kernbauernwerkes, in den 80er Jahren entstanden. Hier das Kinderhaus. Der große Gebäudekomplex auf der linken Seite ist Anfang des 20. Jahrhunderts als Mädchenpensionat für sogenannte gefallene Mädchen errichtet worden, wurde danach genutzt vom KGB, also das Untersuchungshaftgefängnis. Die Form befand sich die Kommandos und alles KGB. Die Gefängnistrakte werden wir nachher noch sehen können. Und hier sind jetzt exklusive Eigentumswohnungen entstanden.
Bergsteen durch den Architekten Paul Schulze-Naunberg errichtet. Im Schloss finden Sie einige Ausstellungsräume, die Sie für die Potsdamer Konferenz verpassen. Und der große Teil des Gebäudes ist das eines der teuersten Hotels hier, das Schlosshotel 17. Benannt wurde das Schloss, das in den Räumen rechts nur zu. Hier links das Schloss zum Zusammenhang. Vor uns die historische Mühle, original in 1730er Jahren errichtet, in 1990er Jahren aufgebaut. Hier befindet sich jetzt im Mühlenmuseum. Auf der anderen Seite finden Sie links unter der Mauer den Enzianischen mit Gewächsen des Mittelmeerraums. Beide Gartenanlagen, Enzianische Garten links und Nordische Garten rechts, entstanden im 19. Jahrhundert und sind Teil des Gartens zu Hause. Es folgt der historische Straßenpflaster, bitte festhalten. Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet, in der Regierungszeit von König Wilhelm Friedrich nach italienischer Renaissance geschaffen. Unmittelbare Vorbilder waren die Villa Medici in Rom und Tirpice in Florenz. Dann stand es zunächst als Gästeschloss, aber auch zu unterbringen mediterraner Pflanzen im Wind, dabei in der Nahe geworden. Im 1991 gegründet worden. Zu DDR-Zeiten befand sich hier in der Pädagogischen Hochschule zur Ausbildung von Lehrern. Jetzt finden Sie an der Potsdamer Uni etwa 21.000 Studenten. Hier am Weg nach links durch die Kolonnade zum Leitkonvent. Im neuen Palais hat das 1918 noch der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. Eröffnet. Wilhelm hat ja am 1. August 1914 den Eintritt im Ersten Weltkrieg eröffnet und ist dann auch von hier aus im November 1918 mit seiner Frau ins holländische Exil nach Budapest geflogen. Mit sich nahm Wilhelm 59 Eisenbahnwaggons von der Haus- und dem Mühle aus dem Potsdamer Berliner Schloss an. Diese finden Sie jetzt alle im Haus Dorn bei Utrecht in den Niederlanden. In den etwa 300 Renaissance Palais sind demzufolge kaum noch Originalmodelle vorhanden. Ja, hier sind halt uns Nummer 7, neues Palais. Der letzte Bus fährt hier um 6.45 Uhr in 20 Minuten. Ich verabschiede mich jetzt von all denen, die uns jetzt hier verlassen möchten. Wenn Sie bisher gefallen haben, dann tun wir und wollen Sie auch noch eine Kaffeekasse zu einer anderen Reichweite. Zu sehen, dass die Lindstedter Tor eines der Art-Tour. Hier, rechts. Du bringst dich zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Genie. So, wir kommen an Bord, Links ist noch einmal die Orangerie zu sehen. Vorbilder waren italienische Villen, auch die Treppen- und Terrassenanlage. Links hat ein italienisches Vorbild, nämlich die spanische Treppe im Rot. Das Mittelmeer. Das gelbe Gebäude vorne rechts sind die neuen Kammern. Sieht ihr das 80 Euro zunächst als Orangerie errichtet, weil das Gebäude sprechend messbar ist? Jetzt befindet sich ein Museum. Hier, die neuen Kammern. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt Friedrich den Großen, der selbst mit seiner Flüche. Wir erreichen Stop Nummer 9, Schloss Sanssouci. Stop Nummer 9, Sanssouci Palace.
Everything we did give, we didn't even get a good one for them. See?